Leute, was geht? Euer Prison Strike ist wieder am Start. Heute mit einer Folge Call of Duty Warzone. Wie ihr sehen könnt, bin ich mittlerweile auf Rang 56 runtergesetzt worden wegen der neuen Season. Gespielt habe ich schon einige Runden und ich mache jetzt mal das Intro, weil es dann während des Fluges bzw. während des Ladens noch etwas leckt und dann sieht das ein bisschen doof aus. Deswegen sehen wir uns dann gleich alleine in einem Battle Royale Einzel. So, jetzt sind wir auch in der Runde. Ich zeige euch auch gleich nochmal die Map. Aber zuerst muss ich natürlich abspringen. Ich werde da mal auf das Haus gehen, auf den ich mir einen Marker gesetzt habe. Da sollte ich eigentlich ohne Probleme raufkommen. Mal gucken, wie sich Downtown so spielt. Das mache ich eigentlich nie, sondern gehe immer links und rechts daneben. Oder hinten ins Farmland. Okay, hier ist schon mal nicht viel. Angriffsfreigabe für alle Ziele. Dann wohl doch nach hinten ins Haus. Warte, hier ging es denn noch rum? Okay. Komischer Fahrstuhl. Ist das nicht auch, ist auch eine Shotgun, das ist ein bisschen günstig. So. Brauchen auf jeden Fall mehr als eine Shotgun. Zum Beispiel hier eine P. Und Scharfschützengewehr ist schon mal nicht allzu schlecht. Nehmen wir die mit. C4 spiele ich eigentlich fast nie. Ja. Also im Moment war ja auf unserem Kanal ein bisschen Videoflaute. Das hatte einfach damit zu tun, dass ich arbeiten war und die anderen auch nicht viel Zeit hatten. Und da haben wir uns jetzt darauf geeinigt, dass wir einfach mal auch alleine ein paar Videos machen können. Macht das Ganze ein bisschen einfacher. Und so viel kommt vielleicht auch ein bisschen verschiedener Content. Die Zone ist ja eher um Superstore rum. Mal gucken, wo sie sich verengen wird. Ich glaube, hier war ich noch nie unten. Ach, das ist Juan. Krass, hier war ich noch nie unten. Ich glaube, ich sollte da auch nicht hingehen. Versuche natürlich weitestgehend auch die Gegner zu hören. Klappt natürlich nicht immer. Eigentlich wäre die Aufgabe da mit den epischen Kisten schon ganz cool. Muss ich aber irgendwie das Haus hochkommen, glaube ich. Hier waren wir ja erst schon. Genau. Kommen wir am besten da das Haus hoch? Ist hier irgendwo eine Leiter? Hier rein? Aber auch nicht. Ungünstige Sache. Dann können wir da nicht die Aufgabe holen. Konnte man. Nee, kann man nicht. Die gehen nicht bis ganz oben. Verdammt. Gehen wir mal da nach oben. Zwar auch etwas riskant. Nehmen wir noch das Geld mit. Geld kann man immer gut gebrauchen.
Dann hole ich mir, glaube ich, auch ein Selbstwiederbelebungskit. Vielleicht reicht es dann noch für eine Drohne. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie viel es kostet insgesamt dann. Also mit der Drohne zusammen. Zumindest auf dem ersten Blick sehe ich niemand auf den Dächern. Das ist ja schon mal gut. Dann kann ich das gleich zusammen kaufen. Ja, das ist schon mal sehr gut. Ich weiß noch nicht ganz, wo ich lang gehen soll. Das ist vielleicht noch ein bisschen problematisches System. Problematisch. Da fahren sogar zwei LKWs. Warum auch immer sie sich jetzt wahrscheinlich hinterherfahren. Schnell hoch, bevor mich irgendwas abschießt. Ich den nicht markieren konnte. Aber vermutlich, weil ich ein Einzelner bin. Timo, das kann man dir eigentlich. Oder die Streben waren im Weg, das kann auch sein. Leider nicht getroffen. Ich gehe doch noch mal ganz hoch schnell. Ja, das ist aufs Maul. Aber er trifft zum Glück nicht. Okay, er hat getroffen. Feindlicher Präzisionsluftschlag. Oh ja. Ein bisschen auf Präsentierteller jetzt, aber ne. Auf jeden Fall hat er nicht getroffen. Verbündete Ausrüstungslieferung unterwegs. Ja, machen wir die Tür dazu. Das Gas weitet sich aus. Sicherheitszone verlegt. Hospital würde ich eher vermeiden wollen, also eher nach da in die Richtung weitergehen. Das Haus noch mit. Fordere Aufklärungsüberflug an! Drohne erreicht Einsatzgebiet. Wahrscheinlich haben sie sowieso alle einen Geist, so dass sie nicht auf der Karte markiert sind. Könnte ich mir vorstellen. Feindliche Drohne über uns. Achtung, Drohnentreibstoff ist knapp. Vorratskiste gefunden. Ich glaube, ich sollte auch nicht sichtbar sein. Im Normalfall. Doch. Das Gas kommt. Was ist hin?
kann doch nicht weg sein. Shit. Verdammt. Ja. Dann sind wir gerade doch eventuell im Hospital drin und nicht in Downtown. War jetzt nicht so klug. Bodenstelle noch mitnehmen. Ja, den Auftrag können wir eigentlich vergessen. Ich wusste ja nicht, dass ich so schlecht schieße mit der Waffe. Hier hochzugehen ist eigentlich auch immer sehr riskant, weil da immer eine Claymore stehen kann. Aber zum Glück anscheinend... Oh. Zum Glück nicht. Ja, geh nochmal hoch. Was ist das für ein Exit? Die Hälfte vom Dach anscheinend. Da ist noch eine Kiste. Gehen wir nach oben. Selbstwiederbelebungskit haben wir noch. Rüstung wäre halt noch ganz cool. Stand wahrscheinlich am Anfang, Heli. Die Mine nehmen wir mit. Das Geld natürlich auch. Wir können das Zielobjekt nicht erreichen. Auftrag abladen. Das ist nicht so schlimm. Das Gas breitet sich aus. Schlimmer ist, dass ich keine Rüstung habe. Ja, bin unterwegs. Oh. Jo, dann wissen wir uns mal. Ich wollte jetzt nicht auf die offene Fläche. Schlag ist auch immer gut. Prinzipiell war der Typ links von mir. Ich wurde halt von irgendwo links von mir auch noch angeschossen. Oder auf mich wurde geschossen, glaube ich.
Ja, nach oben und gegen die Sonne ist echt kacke. Der war ja nicht da oben. Da war er. Cool, jetzt muss ich mir noch nicht mal selber noch eine Gasmaske kaufen. Spielt zwar komisch mit dem Holo, aber das ist ja nicht schlimm. Hoch da. Jetzt bin ich natürlich den Berg im Rücken, also ein bisschen ungünstig. Irgendjemand höre ich die ganze Zeit rumsnipen. Entweder sind da auf dem Haus. Oder der sitzt irgendwo. Wir müssen da vorne sein. Ja, der schießt irgendwo von da. Das ist ein Quad. Eigentlich ist Häuserkampf immer ein bisschen doof, weil irgendwie verliere ich den meistens. Aber ich muss ein bisschen in Sicherheit bringen. Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird verlegt. Ein bisschen mal hier hochschleichen. Läuft auf jeden Fall noch ein anderer rum. Feindliche Drohne über uns! Feindliche Drohne über uns! Das Gas kommt! Feindliche Drohne über uns! Da hinten. Mal schön Kopfschüsse verteilen, damit die auch ja tot bleiben. Ja, zu spät, aber bei weitem. Von oben hat man prinzipiell immer kleinen Vorteil, aber nicht, wenn man hochklettert und stirbt dabei. Ja, okay, jetzt hat er mich. Ah, war das dumm. Fuck. Aber wir können noch ins Gulag rein, das ist gut. Kämpfe, um erneut eingesetzt zu werden. Oh, das geht schnell. Geht's zurück an die Front. Verlierst du, ist der Kampf okay. Vorbei. Du bist dran, Soldat. Zeig diesem. Erst an die Front zurück. Das hast du dir verdient. Sehr gut. Komm ich raus da hinten? Okay. Das ist ungünstig. Gerade eben war ich. Ja, da hinten. Vielleicht kriege ich irgendwo in den Gebäuden da noch was.
Also Superstar würde ich nicht gehen. Sicherheitszone wird verlegt. Pistole. Bringt aber erstmal nichts mit. Verbündete Ausrüstungslieferung unterwegs. Schnell weg da. Das ist wahrscheinlich auf dem Dach noch. Panzerplatten natürlich wieder am Arsch. Ich sehe nicht, wo der Typ hin ist. Das Gas kommt. Eine Platte noch mitgenommen. Da vorne lief einer ins Haus. Fuck. Ich brauche unbedingt Panzerplatten. Aber wenn der da drin ist. Hier hochklettern ist eigentlich schon wieder dämlich. Ich mach's halt trotzdem. Das Gas weitet sich aus. Sicherheitszone verlegt. Das breitet sich aus. Erstmal hier ein bisschen chillen. Vielleicht kann ich irgendwie den Sieg abstauben. Ist dann halt ein bisschen assi, aber naja. Ich weiß halt nicht. Verengt sich? Ich glaube, die Zone verengt sich. Doch, sie sollte sich nochmal verengen. Das Gas verbreitet sich. Schnell in die neue Sicherheitszone. Komm schon, Westen, Westen. Nee, keine Westen. Das Gas kommt. Feindliche Drohne über uns. Ich höre sie. Du bist unter den besten fünf. Hol dir den Sieg. Er läuft auf jeden Fall hier im Eingangsbereich.
ist nice. Jetzt kann ich mir die Westen anziehen. Das Gas weitet sich aus. Sicherheitszone verlegt. Nee, fuck. Ach. Okay, das war jetzt ein bisschen sehr gekämpft. Aber an sich bin ich schon mal in meiner zweiten Runde Warzone tatsächlich. Ich hoffe, dass man mich gerade versteht. Machen wir es so. Tatsächlich meine zweite Runde Warzone. Hoffe. Ja, also ich bin weit gekommen. Vierter? Fünfter? Fünfter Platz, glaube ich. War schon mal ein kleiner Erfolg. Ich hoffe, euch hat diese kleine Runde Warzone gefallen. Wenn ihr Tipps habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Ja, wenn euch was nicht gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, dann kann ich das vielleicht, kann ich darauf eingehen und es vielleicht ändern. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, drückt einen Daumen nach oben, aktiviert die Glocke, abonniert den Kanal. Und dann bin ich raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.